Genau vor einem Jahr bin ich ins YouTube-Partnerprogramm gekommen und ich zeige euch jetzt meine kompletten Einnahmen. Am ersten Tag im Partnerprogramm hatte ich 1297 Abonnenten und mittlerweile haben wir fast 5000 Abonnenten erreicht. Ich zeige euch meine YouTube-Werbeeinnahmen, aber auch weitere Einnahmen, die ich durch den Kanal habe. Da ihr mir diese Einnahmen ermöglicht, erstmal vielen, vielen Dank an jeden einzelnen von euch, dass ihr meine Videos anschaut, kommentiert und bewertet. Kommen wir zu den Einnahmen. Wie verdiene ich Geld durch YouTube? Wie die meisten von euch schon wissen werden, verdient man einen Großteil durch Werbeanzeigen, bedeutet Unternehmen oder einzelne Personen wollen über YouTube eine gewisse Zielgruppe erreichen und schalten deshalb vor, in oder nach Videos Werbung. Der Kanalbetreiber bekommt von den Werbekosten 55%, weiß aber nicht, welche Werbung in seinen Videos läuft. Also wenn ihr mal irgendwelche unseriöse Werbung bei meinen Videos seht, kann ich da leider nicht viel machen. Die Werbung kann in verschiedenen Formen ausgestrahlt werden. Die beliebteste ist dabei ganz klar die überspringbare Werbeanzeige, die man nach 5 Sekunden wegdrücken kann. Und ich denke, auch die werdet ihr bereits kennen. Jetzt aber zu meinen Zahlen. Die Plattform Socialblade berechnet, wie viel jeder YouTuber verdient und bei mir schätzt Sie für den Monat Einnahmen von 3 bis 47 Euro und fürs Jahr 35 bis 565 Euro. Tatsächlich ist es bei mir aber deutlich mehr. Das liegt vor allem an meinem Content im Bereich Finanzen und Online-Geld verdienen, wo die Unternehmen deutlich mehr für eine Werbung zahlen als bei zum Beispiel einem Gaming-Video. Vergleichen kann man das an dem sogenannten CPM, welcher die Ausgaben von Werbetreibenden pro 1000 Aufrufe auf einem Video angibt. In manchen Bereichen ist dieser zum Beispiel nur 4 Euro und im Finanzbereich liegt der CPM dagegen bei um die 10 bis 25 Euro. Bei meinem Kanal habe ich in dem ersten Jahr ein CPM von 15 Euro und 18 Cent gehabt. Allerdings schwankt dieser auch sehr, sehr stark und normalerweise ist er in der Weihnachtszeit dann nochmal ein bisschen höher und im Sommer eher niedriger. Liegt einfach daran, dass die Unternehmen mehr für Werbung ausgeben im Winter bzw. zur Weihnachtszeit. Aber bei mir ist es komischerweise genau umgekehrt. Der Betrag des CPM landet aber auch nicht komplett bei mir. Wie viel ich wirklich bekomme, zeigt nämlich der RPM an. Dort ist der Anteil, den YouTube bekommt, schon abgezogen und dieser lag bei mir bei 6,01 Euro im Durchschnitt über das ganze Jahr. Dieses Video hat bei mir zum Beispiel 23.998 Aufrufe erzielt. Pro 1000 Aufrufe mussten Werbetreibende dort 14,17 Euro zahlen und bei mir sind letztendlich pro 1000 Aufrufen 6,50 Euro gelandet, wodurch ich 155,97 Euro mit diesem Video verdient habe. Neben den Werbeanzeigen gibt es aber auch noch andere Einnahmequellen direkt über YouTube. Zum einen über YouTube Premium, denn YouTube Premium Benutzern wird keine Werbung angezeigt und dafür bekomme ich dann einen Anteil der Abokosten, weil ich bei diesen Benutzern keine Werbung schalten kann. Dann bekomme ich noch Einnahmen durch YouTube Shorts, wo auch Werbeanzeigen geschaltet werden, aber dort ist der CPM und RPM sehr, sehr niedrig. Theoretisch kann man auch noch über Kanalmitgliedschaften und Super Thanks Geld verdienen, allerdings möchte ich nicht, dass bestimmte Videos nur für Personen sichtbar sind, die extra Geld zahlen. Deshalb habe ich nur ein Supporter-Level eingerichtet, wo man mich einfach nochmal extra unterstützen kann, wenn man das möchte. Kommen wir zu meinem erfolgreichsten Video. Dieses Video hat bis heute über 73.000 Aufrufe erzielt, 500 neue Abonnenten und 328,10 Euro an Einnahmen eingebracht. Der CPM und damit auch der RPM waren aber hier leider relativ niedrig im Vergleich zu anderen Videos, wie zum Beispiel diesem Video, mit dem ich am meisten verdient habe auf meinem Kanal. Hier habe ich die Hälfte von den Aufrufen von eben, über 500 neue Abonnenten ebenfalls durch dieses Video, aber Einnahmen von 408,10 Euro. Im Vergleich dazu mal mein erfolgreichstes YouTube Short mit über 40.000 Aufrufen hat nur 73 Cent eingebracht. Insgesamt nach einem Jahr YouTube Monetarisierung habe ich auf YouTube 256.725 Aufrufe erzielt, 3.502 neue Abonnenten gewonnen und hatte Einnahmen von 1.543,45 Euro mit 263,58 Euro in meinem besten Monat und im Schnitt 128,62 Euro pro Monat. An meinem besten Tag habe ich 24,96 Euro verdient, was größtenteils durch mein bestes Video 3 Jahre ETF-Sparplan kam. Durch den YouTube-Kanal habe ich aber auch noch andere Einnahmen und zwar durch Affiliate-Links. Dort bekomme ich einen kleinen Anteil, wenn ihr etwas über meinen Link in der Videobeschreibung kauft. Geld habe ich hier verdient, einmal durch Wechsels, was eine Vektorenplattform ist und wo ich meine Vektoren für das Print-on-Demand-Business hernehme und bei Flying Upload, was ein Upload-Tool für das Print-on-Demand-Business ist. Bei Wechsels waren es 69,60 $, was 64,07 Euro sind und bei Flying Upload waren es nochmal deutlich mehr mit 671,99 Euro. Insgesamt nur mit Affiliate-Links habe ich somit in einem Jahr 736,06 Euro verdient, was nochmal im Schnitt 61,34 Euro pro Monat sind. Alles zusammen, YouTube-Werbeeinnahmen plus Affiliate-Links, komme ich dann auf Gesamteinnahmen in einem Jahr von 2.279,51 Euro und im Schnitt 189,96 Euro pro Monat.